Derzeit gibt es rund 320 Indoor-Spielplätze in Deutschland, 52 davon alleine in NRW. Um mysteriöse Geschehnisse in einem Kinderparadies kümmern sich heute Stefan Sindera und Klaus Wiebe. Arnold, 1324 von Arnold. Der 1324 hört. Feldweg 22, dortiges Kinderspielparadies. Anruferin ist die Frau Gerda Holl. Die Welt Einbruch steht da vor Ort. Oh, oh, oh. Okay, habe ich so aufgenommen, wir sind auf dem Weg. Die Betreiberin ist sicher, dass Einbrecher in ihr Indoor-Kinderparadies eingedrungen sind und dort ihr Unwesen treiben. Aus Angst vor bewaffneten Tätern, die sich noch vor Ort aufhalten, hat die Frau umgehend den Notruf gewählt. Schönen guten Tag. Hallo. Sind die Frau Holl? Ich bin Frau Holl, richtig. Hallo. Sindera. Hier geblieben. Ich war eben drin, hatte schon aufgeschlossen und wollte eigentlich ein paar Sachen aufräumen und gleich öffnen. Und mit sind Sie Eigentümerin oder Betreiberin? Ja, ja, ich betreibe das Land, ja. So, und es sind Geräusche halt zu hören gewesen. Und ich habe jetzt auch erstmal wieder abgeschlossen, weil ich nicht weiß. Irgendwelche Bewegungsgeräusche oder Sprachgeräusche? Ja, einen Husten habe ich vernommen. Husten. Halt. Husten okay. Und so. Gut, ja. Sie bleiben bitte mal hier. Ja? Ja. Wir, soll ich? Ja, machen Sie mal auf. Also ich kannte dieses Spieleparadies schon aus einem anderen Einsatz. Von daher weiß ich halt auch, wie unbequem ja auch so eine Suche sein kann, weil es halt sehr viele verwinkelte Ecken und Verstecke gibt, wenn sich hier wirklich eine Person uns nicht sichtbar machen will. Glücklicherweise ist es allerdings hier auch schwierig, wieder rauszukommen, weil es gibt nur einen Ein- und Ausgang. Das heißt, wenn die Person da noch drin ist, dann waren wir auch sicher, dass wir die dann auch finden. Dennoch bietet das Spieleparadies unzählige Versteckmöglichkeiten und Hinterhalte, aus denen der oder die möglichen Täter die Beamten angreifen kann. Das ist nicht liegen geblieben von gestern, ne? Also, nein, meine Mitarbeiter sollen immer gründlich aufräumen und ich bin sowieso ein bisschen erstaunt gerade. Also, ich denke mal, dann ist das Putzpersonal die letzten, die hier drinnen sind, abends. Ja. Und die schließen dann auch ab. Und Sie sind morgens die Erste, die aufmacht. Ja, oder ein Mitarbeiter im Regelfall. Da oben liegt einer. Okay. Bleiben Sie bitte da, ja? Also mein Kollege Klaus hat ja dann tatsächlich auf einem der Spielgeräte auf so einer Art Luftkissen dann einen jungen Herrn gefunden. War ansprechbar, aber hatte ich irgendwie das Gefühl, geistig nicht richtig da. Kann jetzt mehrere Gründe haben, warum es so war. War es mal wichtig für uns, ihn da runter zu bekommen und dann mit ihm eine normale Befragung durchzuführen. Können Sie mir denn mal bitte sagen, was Sie hier machen? Ich war hier mit meiner Freundin und meiner Tochter, die müssen irgendwo hier sein. Ich bin kurz eingeschlafen. Eingeschlafen? Ja. Was uns ja ein bisschen wundert, hier ist noch nicht geöffnet und wir finden Sie hier. Wir haben gerade mit. Seit wann sind Sie denn hier? Hey! Hallo! Hey, Chantal! Ist das Ihre Freundin? Ja, warten Sie mal. Chantal! Hui! Ja, wir haben uns zunächst um den jungen Mann gekümmert und dann haben wir Geräusche gehört aus einem anderen Spielgerät und sahen dann ganz plötzlich eine weibliche Person auf einer Art Schlitten die Rutsche herunterkommen. Wir hatten die Vorinformation, dass der junge Mann seine Freundin mit dabei hatte und insofern war klar, wer diese Dame war. Schlagartig wird dem offenbar verwirrten Mann bewusst, dass seine kleine Tochter verschwunden ist. Wie lange sie weg ist, kann der Vater aufgrund des fehlenden Zeitgefühls nicht sagen. Telefonisch informiert er die Mutter des Kindes. Diese hat bereits darauf gewartet, dass ihr Ex die Kleine nach Hause bringt. Sie sind hier widerrechtlich eingedrungen, ja, mit ihrer Freundin und eventuell ihrem Kind. Sie haben jetzt was von dem Kind gesagt. Wir sind hier irgendwie eingeschlafen. Wie alt ist ihr Kind? Sie ist drei oder vier. Und wo ist sie? Sie ist auch hier. Sie ist hier auf jeden Fall. Drei oder vier. Und Sie lassen die aus dem Auge. Sie machen eine Schwangerei mit, das glaube ich halt. Jetzt wohl über Hobby und ein Kind dabei. So, okay. Wir hören jetzt auf, uns aufzuregen. Ja, okay, wir suchen klar. Jetzt dieses drei- bis vierjährige Kind. Bevor wir in Erfahrung bringen konnten, was die beiden Herrschaften, also die junge Dame und der Herr, da überhaupt getrieben haben, stand für uns die Sicherheit und das Wohl des Kindes im Vordergrund. Das heißt, das war momentan nicht auffindbar und da galt halt erstmal das Kind zu suchen und das hatte für uns absolute Priorität. Nicht alle Bereiche des Spieleparadieses sind für kleine Kinder geeignet. Das bedeutet, das Mädchen ist möglicherweise in großer Gefahr. Hey, hier, Stefan! Kannst du da irgendwie reinkriechen? Geh da mal rein, die ist hier, die liegt hier.
So, Sie bleiben jetzt bitte da. Sie bleiben da. Ist meine Tochter da? Lana! Hallo. Hallo, kannst du mich hören? Okay. Wollen wir hier mal rausklettern? Dann gib mir mal deine Hand. Hey, Lana. So, Vorsicht, hey. Holst dir nicht den Kopf. So. Kletter da mal rüber. Hey, geht's dir gut? Hallo. So. Lana, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, komm. Upp. Hast du geschlafen? Ich bin da eingeschlafen. Du bist da eingeschlafen? Ja. Wir haben uns jetzt alle ganz große Sorgen um dich gemacht und wir haben dich gesucht. Hast du einfach nur geschlafen? Ja. Hey, geht's dir gut? Ja. Für die Vernachlässigung der Aufsichtspflicht muss sich der Vater jetzt nicht nur vor der Polizei verantworten. Auch seine eben eingetroffene Ex-Frau fordert eine Erklärung. Ja. Halt, Sie bleiben jetzt mal bei mir. Ist das Ihre Ex-Frau? Ja, das kann ich. Hallo, kommen Sie mal bitte her. Das ist meine Tochter. Davon ist mein Kollege, der hat Ihre Tochter. Ja, können Sie mal kurz hingehen. So, Verantwortungslosigkeit hat ja wohl bei Ihnen jetzt eine ganz neue Dimension angenommen, ne? Wenn Sie sich hier vergnügen mit Ihrer Geliebten oder sonst was, ja, dann steht Ihnen das frei. Aber der steht Ihnen nicht frei hier, ja, wenn Sie dafür einen Einbruch begehen müssen und dann Ihre kleine Tochter mitzunehmen, ja. Ich will jetzt nicht den großen Moralapostel spielen, aber dass man das nicht macht, das muss, ja, das dann, muss dass ihn doch einleuchten. Ein Spaß hat. Ich meine, sie kann sich ja hier vergnügen. Das ist, ja, das ist ja kinderfreundlich hier. Kinderfreundlich. Wir haben halt gedacht, wir trinken. Aber der Laden ist was. Geschlossen, es ist keine Aufsichtsperson da, es ist keine Erste-Hilfe-Person da. Das heißt, wenn hier irgendwas passiert, muss das abgesichert sein. Also auch nach unserer Ansprache hatte ich das Gefühl, dass dem jungen Herrn, dem Vater des Kindes, nicht eingeleuchtet ist, was er da überhaupt betrieben hat. Der hat, glaube ich, die Gefahren für das kleine Kind überhaupt nicht gesehen. Und ganz ehrlich muss ich auch sagen, ich hatte jetzt weder die Zeit noch die Buntstifte, ihm zu erklären, wie Kindererziehung funktioniert. Also wenn Sie sich jetzt nicht ausweisen können, sage ich Ihnen direkt, dann fahren Sie jetzt auch direkt mit uns mit. Ja, ist kein Problem. Ja, gut. Hat keine Ausweise dabei. Hat nichts dabei. Ja, okay. Vorläufig festgenommen, ja, bzw. in Gewahrsam genommen. Sie genauso. Beide Personen hatten keine Ausweispapiere dabei. Beide Personen haben Angaben zu ihren Personalien gemacht, die nicht unbedingt glaubhaft waren. Und das heißt für uns dann in Gewahrsamnahme mitnehmen zur Wache und dort die Feststellung durchführen. Sag mal, dein Vater hat gesagt, der hat ein bisschen was getrunken, ne, aus so einer Flasche. Da war auch so Fanta drin. Da hast du aber nichts von getrunken, ne? Nee? Hast du gar nichts getrunken? Okay. Dann bist du jetzt bestimmt sehr durstig, ne? Ja. Ja. Geben Sie der Kleinen mal gleich was zu trinken. Okay. Wie verantwortungslos kann man sein? Das heißt normal, das hat er uns gerade schon gesagt, das Sorgerecht liegt normal bei Ihnen? Genau, das liegt bei mir. Und er hat sie nur am Wochenende. Ein Besuchsrecht. Genau. Stefan Sindera weiß aus Erfahrung, wie Einsätze dieser Art enden können. Er hat deswegen noch einen Rat für die besorgte Mutter. Die Kleine hat mir jetzt gegenüber angegeben, sie hat davon nichts getrunken. Ja. Wenn sie sowieso zum Kinderarzt oder so mal das gehen. Das mache ja, ich auf jeden Fall sofort. Ja, einfach vorsichtig halber. Sie wirkt auch eher so ganz normal. Ne? Gut, dann können Sie eigentlich gehen. Ne? Ich danke Ihnen. So? Genau. Ach Gott. Ups, verschluckt. Willst du mit der Mama rausgehen? Ja? Okay. Wir haben strafrechtlich zunächst mal den Einbruch zu würdigen, eine eventuelle Sachbeschädigung, falls da noch Angaben zu geliefert werden. Und dann haben wir natürlich den größten Punkt, das ist die Verletzung der Aufsichtspflicht. Hier werden wir selbstverständlich auch das Jugendamt in Kenntnis setzen von diesem Vorgang. Und alles Weitere werden die dann bearbeiten. Der Einbruch und die Übernachtung werden für den Vater schwerwiegende Folgen haben. Die Beamten informieren in diesem Fall das Jugendamt, das für Konsequenzen sorgen wird. Ja. So, schnallen Sie sich bitte an. Ja, anschnallen.